Leute, was geht ab? Ihr am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute zeige ich euch mal ein paar Gesetze, die es wirklich einfach so gibt. Und da ist so eine Scheiße dabei, Leute. Und beim Thema Scheiße, wer darf da nicht fehlen? Revi, was geht ab? Halt's Maul. Wie geht's dir so? Ja, mir geht's super, Lukas. Ich finde dich klasse. Warum ist deine Qualität dann so scheiße, du kleine... Ich hab keine Ahnung, was du von mir willst. Ey, ich werd das irgendeine Maske auf oder so. Ich würde dich so töten, Junge. Okay, Leute, ich würde sagen, wir lassen uns jetzt von dem Spaß hier nicht runterkriegen. Ich würde sagen, ich hau den ersten raus. Und zwar, Männer dürfen, also gilt es in England das Gesetz, Männer dürfen in der Öffentlichkeit urinieren, solange es am Hinterreifen des eigenen Autos passiert und die rechte Hand am Auto ist. Das ist cool, wollte oder? Ich auch sagen. Was? Wollte ich auch sagen, das Gesetz. Halt's Mund, Junge! Okay, jetzt bin ich dran. Also, Mintpaste darf an Weihnachten nicht gegessen werden. Aus England. Hä, warum Minzpaste? Junge, deshalb? Weil das verboten ist an Weihnachten? Hast du mal darüber nachgedacht, Junge, wie gefährlich das sein kann? Ja gut, da kann man schon sterben bei, ne? Ich hau mal nächsten raus, und zwar jetzt in den USA. Auf Hawaii ist es verboten, sich Geldmünzen ins Ohr zu stecken. Ich meine, wer kommt denn auf so eine scheiß Idee, sowas zu machen, Alter? Ich erinnere mich nur noch an deinen Vater, Lukas, als der das gemacht hat. Oh, da hat er wieder rausgehauen. Komm, auch nächste raus. Minzpaste darf an Weihnachten nicht gegessen werden. Jetzt, Leute, ich hasse es, mit dir aufzunehmen. Es ist verboten, in lokalen Bars oder Restaurants betrunken zu sein. Hä, was ist das für ein Sinn, Alter? Also, man darf, warte mal, man darf in der Bar nicht betrunken sein. Hallo? Hallo? Was hast du gerade gesagt? Hä, warum ist deine Qualität auf einmal anders? Ich habe meine Zebra-Maske ausgezogen. Du bist ein Glück. Hey, warte mal, ich verstehe es nicht. Man darf in einer Bar nicht betrunken sein, in einer Bar, wo man Alkohol trinkt. Ja! Das ergibt keinen Sinn, Alter! Ja! Wie behindert. Aber genau wie der, Leute. Das ist keine Beleidigung, okay? Ja. In Trenton, New Jersey ist es untersagt, seine Suppe zu schlürfen, Alter. Was ist denn los? Stell mal vor, du sitzt da mittags. Swat-Einheit. Ja, du wirst erschossen, ne? Du wirst erschossen, wirklich. Es sind voll viele Leute gestorben, tatsächlich. Ja, ja, wegen Ich habe hier noch eins. Und zwar kann man sich hier ein Gesetz eintragen. Kennen Sie noch ein Gesetz? Witziges, kurios, Lindus, was noch fehlt. Also, das Gesetz betrifft. Afrika, Eingabe, Lukas, Pette, Mutter. Fangen wir dann, machen wir doch direkt weiter mit dem nächsten. Nicht von Elefanten, Jägern erschossen werden, die Pette Hure. Name, Vorname, arsch.de. Ja, ich möchte als Name, ich möchte als Melder Name nicht genannt werden. Kurze Frage. Ja? War das gerade ein Versuch, witzig zu sein? Soll ich gehen? Willst du wieder alleine weitermachen? Der ging auf jeden Fall richtig nach hinten los. Gut, dann sage ich jetzt gar nichts mehr. Jetzt halt's Maul, du redest, Mann! Das Ding ist, Leute, wir wollten gerade so ein richtig geiles Comeback von Der kommt flach machen, aber haben jetzt doch uns entschieden, lieber die Gesetze zu machen, weil eine gewisse Person gefehlt hat, die mit aufnehmen wollte. Der fette Denergy-Wichser. Revi war natürlich wieder dermaßen angepisst, dass ich ihn jetzt noch überredet habe, hier mit mir aufzunehmen. Und ihr merkt schon, Leute, Stimmung also, ist heute machen wieder wir weiter. Richtig am Party am Ausrasten, Alter, ja, Mann. Strafe in Australien beträgt 25 Jahre. Echt geil, Alter, den glaubt man ja kaum, Alter. Der steht hier wirklich, Mann. Ja, Mann, hast du noch so krasse da irgendwie? Warte, aus Amerika und zwar aus dem Staat Idaho. Nein, oder? Gibt in der Stadt Bäuse. Einwohner dürfen nicht fischen, wenn sie auf einer Giraffe sitzen. also da, dein Vater hat schlechte Karten da, oder? Ja. Ich halte die ganze Zeit Produkte in die Kamera als Werbung, ist das okay? Du blöder Wichser. In Devon, Connecticut ist es rückwärts laufen. Connecticut! Wahrscheinlich Connecticut, oder? In Devon, Connecticut ist rückwärts laufen nach Sonnenuntergang verboten. Okay. Also, in Pocatello darf eine Person nicht an die Öffentlichkeit ohne Lächeln im Gesicht. Natürlich schwierig, wenn man wie deine Mutter keine Zähne hat, ne? Du kleiner Füchse! Er war voll Was geil. Was ist denn mit dir los, Alter? Hä, Junge, du regst mich richtig auf, Mann. Aber Lukas, in der Village dürfen auf der Lake Street keine Kühe geführt werden. Ja gut, weiß ich Bescheid fürs nächste Mal. So, ich hau mal nächsten raus, und zwar Hilfsbereitschaft wird nicht mehr groß geschrieben. In Colorado ist es verboten, den Nachbarn den Staubsauger auszuleihen. Also
Warte, das schlage ich mal ganz kurz nach. Das steht hier bei mir nicht. Ich denke, das hast du dir ausgedacht. Junge, aber das steht... Aber hier noch ein lustiges Gesetz aus Colorado, aus Logan County. Mhm. Eine Frau zu küssen, wenn sie schläft, ist verboten. Hierfür droht die Todesstrafe. Ja, wahrscheinlich ja. Todesstrafe. Okay, da steht da. Hä, auf was für einer Seite bist du denn? www.youp... Oh. Hey, warum bist du... Ey, lass mich doch mal reden! Island. Und zwar ist Pfeife rauchen nach Sonnenuntergang auf seinem Pferd, wenn man rückwärts sitzt, erlaubt. Alles klar, ich wollte noch kurz einen Nachtrag zu dem eben machen. Machen wir weiter mit... Junge, lass mich doch mal reden, Alter! Die Stadtsekte in White Mountain. Junge! Wenn jemand an einem Strand hakt, Abfall sammelt, Müll wegwirft, eine Bank baut oder eines von den vielen anderen Dingen macht... Aha, ich höre dir gar nicht zu. Für 150 Dollar bestraft werden. Die Strafe muss bis zur Aufbereitung des Parks sein, ohne Erlaubnis. Ihm können beide Hände entfernt werden. Ah, okay. Laut einem alten Gesetz in Memphis, Tennessee, dürfen Frauen nur ein Auto lenken, wenn... Hör mal zu. Dürfen Frauen nur ein Auto lenken, wenn ein Mann vor dem Auto herläuft und Warnungen vor, zu Fußgängern und sowas sagt und mit einer roten Fahne schwenkt. Gar nicht in, frauenfeindlich auf jeden Fall. In Indiana sind Frauenbärte für Frauen über 34 nicht erlaubt. Schade wieder, Lukas, da ist deine halbe Familie wieder raus. In Detroit, in Michigan, ist es Männern gesetzlich verboten, ihre Frauen an Sonntagen böse anzugucken. Was ist da los? Das Lustige ist, deshalb haben sich viele Leute da auch die Augen entfernt. Ne? Echt? Weil sie einfach schützen wollten, ja. Ah, okay. Aha. In Minnesota ist es verboten, in Minnesota ein- oder auszureisen, wenn man eine Ente auf dem Kopf hat. Ja gut, das passiert auch echt oft wahrscheinlich, ne? Also, ein Gesetz des Staates Illinois besagt, dass alle weiblichen Singles... In Fayetteville ist das Töten von lebenden Kreaturen verboten. Ich töte dich irgendwann. Ein Gesetz des Staates... In Little Rock dürfen Hunde nach 18 bellen. Ein Gesetz des Staates Illinois besagt, dass alle weiblichen Singles männliche Junggesellen mit Meister anzureden haben. Was? Hey, mein Meister! Was machst du schon wieder? In Texas ist es in Austin verboten. Kabelschneider dürfen nicht in den Taschen getragen werden. Ah, also ich brauche... Und jetzt kommt das Krasseste, jetzt kommt das Krasseste. In Lefort sind mehr als 3 Schluck Bier im Stehen nicht erlaubt, jedoch ist es erlaubt, wenn man sich zwischendrin hinsetzt. Okay. Was ist das? Das ergibt so gar keinen Sinn, Alter. Junge, das ist doch alles, das denken sich doch alle hier aus, Alter. Nein, das kannst du mir nicht erzählen. Locker gab's früher so eine Scheiße. Früher konnte doch jeder machen, was er will. Aber hier, ganz ehrlich, in West Virginia, in der Stadt Alderson, ist der Analsex mit Tigern, Löwen oder Kindern unter 3 Jahren verboten. Aber Kinder ab 4 Jahren ist in Ordnung, oder? Wenn sie angeleint sind, nur auf die Leoparden. Ah, hier steht noch was, Warte, hier steht was aus New York. Mhm. In der Stadt Michelstown ist Inzucht mit der eigenen Schwester erlaubt. Der Lukas, das ist ja perfekt. Man könnte ja fast denken, dass deine Familie die Stadt gegründet hat. Super, das war's auch von der heutigen Folge, Machen Leute. Machen wir weiter mit Kanada aus der schottlichen Provinz. Junge, wenn es regnet, fuck mich nicht ab, Mann. Wenn es regnet, darf niemand deine Das war's mit der heutigen Folge. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr fandet, dass Revi so richtig reingeschissen hat und er nie wieder auf meinem Kanal zu sehen sein soll, lasst auch ein Like da, Leute. Und dann würde ich sagen, schaut nicht mal diesen kleinen Wichser vorbei. Ich hasse dich, Mann. Haut rein, Leute. Ciao.